Willkommen in der Steakfest. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister, und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller. Und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, komm vorbei. Herzlich willkommen zu Güstrow TV mit Charme und Schürze. Heute mal wieder ohne Schürze, aber dafür wieder mit ganz viel Charme. Zu Gast Frank. Frank Schollenberger von Weinhandlung Schollenberger. Habe ich das so richtig? Ja, ja. Ein besserer Name ist uns nicht eingefallen. Ja, besserer Name, ja, habe ich mir auch schon so gedacht. Weil ihr nennt euch ja Weinhandlung. Mhm. Ihr habt aber weitaus mehr als nur Wein. Ja, ja, also wir haben mal mit Wein angefangen und im Laufe der Jahre, das sind jetzt tatsächlich 30 Jahre, also ich habe mich selbstständig gemacht am 2.7.1990, das war ein Tag nach der Währungsunion. Die Gewerbegenehmigung sieht also wirklich ganz sensationell aus. Also wenn man die heute vorzeigen muss, so lachen die meisten. Da ist noch so eine DDR-Wertmarke drauf, die ist überstempelt mit D-Mark. Echt? Also sensationell. Ja, die denken alle, ich habe die selber mit Buntstift gemalt, wenn ich die vorzeigen muss. Ja, über dein Sortiment, ja, es ist nicht nur Wein, wenn ich jetzt so an dein Hauptladen ist ich habe es mir gerade gemerkt. Wie heißt Bad Doberan oder Rostock? Rostock. Ach so, ja, genau. In Rostock, ne? Also es gibt ja Zigarren, es gibt Spirituosen, also nicht nur Wein, es gibt ja auch Bier, Whisky. Also eigentlich alles am Ende, was irgendwie, naja, flüssig ist und Spaß macht und so ein paar Sachen drumherum. Ja, also ich meine, das, was das Genießen ausmacht am Ende. Ich meine, wir haben neben den Spirituosen, Weinen, Feinkostartikeln und den Zigarren halt auch Accessoires. Also wenn man zum Beispiel, was glaube ich auch immer wieder mehr in Mode kommt, mal mit dem Füller schreiben will, haben wir ganz großartige Schreibgeräte auch im Sortiment. Also der Gentleman oder die Gentlefrau oder die Dame, die findet eigentlich alles, was sie braucht bei uns. Also jetzt demnächst, wenn Vatertag ist, Herrentag und man möchte sein, noch ein schönes Geschenk suchen, ist das eigentlich der richtige Anlass, euch hinzufahren? Ich könnte es gar nicht besser sagen. Schöne Idee, aber selbst Ostern haben wir das passend. Ach, ja, also Ostern kommt ja vorher noch, stimmt. Vom Eierlikör bis zum Esterhazy Kirschlikör, also ist eigentlich alles da. Und ja, und ich glaube, dass wir das, was wir machen, mit Liebe machen. Und das ist für uns also auch die größte, ja, wie soll ich sagen, das größte Kompliment, wenn die Leute sagen, ja, euch nehmen wir ab, dass ihr das, was ihr macht, mit Liebe und mit Herz macht. Ja, so. Mittlerweile gibt es auch Fleisch bei euch. Tatsächlich, wir haben auch Fleisch im Sortiment, also eigentlich ganz zwangsläufig. Ja. Also wie gesagt, wenn man zu einem Geburtstag geht, einen Füllfederhalter und dazu eine Flasche Champagner verschenken will und sich nicht sicher ist, ob der Gastgeber anständiges Fleisch im Haus hat, dann kann man bei uns auch noch mal vernünftiges Fleisch mitnehmen und meinetwegen auch noch eine gute Soße und gutes Olivenöl. Also, es ist einiges geboten. Alles da, ja. Alles da. Warte, ich muss ja einmal schnell meine Pfanne hier. Ich habe gerade festgestellt, dass der hier so klein ist. Ja, ich habe gedacht, wenn es um Genuss geht und gibt es ja auch mal so ein schönes. Ich mag ja auch mal so abends einfach auf der Couch sitzen und so ein bisschen snacken. Ne? Also, man muss ja nicht immer ein klassisches Hauptgericht oder ein klassisches Dessert machen. Man kann auch einfach nur mal so einen kleinen Snack machen. Ne? Man hat abends vielleicht schon Abendbrot gegessen, man guckt einen langen Kinofilm. Und kann sich denn ja dann noch schon mal ein bisschen was vorbereiten. Deswegen dachte ich, machen wir ein bisschen was aus Schweinebauch. Ich habe hier Duroc-Schweinebauch mitgebracht. Den habe ich ganz dünn geschnitten. Den werde ich hier gleich in der Pfanne braten. Und dazu machen wir einen schönen Avocado-Dip oder Avocado-Dip. Ja, ich bin dabei. Du hast ja schon eine riesen Auswahl an Wein mitgebracht. Schweinefleisch, gewürzt mit Teriyaki, also so würzig, ja, Knoblauchig.
Aromatisches, na gut, deshalb habe ich ein bisschen mehr mitgebracht, weil ich so nicht ganz genau wusste, was auf mich zukommt. Ich hatte jetzt Schweinebauch gehört und Avocado. Und Schweinebauch, bisschen fettig, bisschen, wie soll ich sagen, mit viel Gummibärchen, also glasiertem Fett oder gebratenem Fett. Und da finde ich halt so gereifte Weine ganz cool oder halt auch Weine, die so ein bisschen oxidativ ausgebaut werden, also was heute so ein bisschen modern ist. So Naturweine, die also, wie soll ich sagen, ein bisschen reduziert auch hergestellt werden, wo die Winzer sagen, Mensch, wir verlassen uns auf die Natur, der Wein entsteht im Weinberg und wir arbeiten so wie unsere Altvorderen, so wie vor 150 Jahren. Das heißt, das, was im Keller passiert, das ist dann halt eher ein bisschen archaisch, ein bisschen zurückgenommen. Und diese Weine sind dann halt auch, präsentieren sich halt auch ein bisschen anders, das heißt mit einem ganz anderen Aromspektrum. Und ich habe immer das Gefühl, dass sowas ganz gut passt, so zu Gummibärchen, zu gebratenem Fett. Zu gebratenem Fett. Das hört sich schon mal gut an. Ich mache das gebratene Fett. Du machst uns schon mal einen Wein auf? Ja, so als Küchenwein vielleicht. Ne? Ja, so zum Probieren. Ich schmeiß hier schon mal meinen Bauch in die Pfanne. Ich mache jetzt hier kein Fett mit rein, sondern wir nehmen wirklich nur das Fett vom Schweinebauch, den er hat. Wollen ja hier auch nicht die Aromen verfälschen. Kann der hier schon mal ein bisschen brutzeln. So, dann erstmal hier. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Ah, ich habe schon ein bisschen dazugelernt, ne? Den Sauerstoff so ein bisschen reinsprudeln lassen. Macht Sinn. Also das, was wir jetzt im Glas haben, ist ein Badisch Rotgold. So eine, ja, wie soll ich sagen, eine ganz alte Tradition wiederentdeckt. Das haben wir mit einem befreundeten Winzer zusammen gemacht. Also nicht exklusiv gemacht, aber das ist ein Wein, der geht so in diese, oder wird eingeordnet in die Kategorie Rotling. Gemischter Satz, also weiße und rote Trauben werden zusammen vergoren. Das heißt, an der Mosel Rotling, in Franken auch Rotling, in Sachsen sind diese Weine als Schieler unterwegs. Da behaupten einige, die heißen Schieler, weil die Leute, wenn sie Flasche aushaben, davon schielen. Ja. In Württemberg heißen diese Weine Schillerwein. Da gibt es halt auch zwei Erklärungen. Also es ist kein Rosé. Es ist halt kein Rosé, der ausschließlich aus roten Trauben gemacht wird, also kein Weißherbst, sondern halt auf der Kelter liegen weiße und rote Trauben. Und das ist diese Idee des Rotlings im Württemberg als Schillerwein unterwegs, weil einige sagen, Schiller hätte ihn gut getrunken oder weil er so schön im Glas schillert, und im Badischen als Badisch Rotgold. Und da ist dann halt auch vorgeschrieben, dass der gemischte Satz, der auf die Kelter kommt, aus Grauburgunder und Spätburgunder bestehen muss. Und das ist eine Geschichte, die hat eine lange Tradition, haben viele Winzer lange nicht gemacht. Und wir mussten wirklich gefühlt Jahre mit Winzern darüber sprechen, das wieder zu machen. Und die haben dann alle erzählt, ja, das hat mein Großvater gemacht und mein Urgroßvater. Ich verkaufe dir den Spätburgunder als Pinot Noir teuer und den Grauburgunder. Ja. Ne? Und für diese Idee haben wir dann aber am Ende jemanden gefunden, das Weingut Frankenstein. Und es ist vielleicht auch ein bisschen absurd, da muss so ein Mecklenburger Weinhändler kommen und einem badischen Winzer fragen, Mensch, hast du nicht Lust, eine alte badische Tradition wieder aufleben zu lassen? Aber ist ja auch, ist alles für den guten Geschmack. Du, das wollte ich gerade sagen. Bist du denn viel unterwegs, um die passenden Weine zu finden, oder hast du schon, sage ich mal, den ein oder anderen Weinsommelier bei dir arbeiten, der sich darum kümmert? Oder machst du das alles noch, das ist Chefarbeit, das machst du selber? Das ist am Ende ist es Teamarbeit, weil wie gesagt, wir sind da eigentlich dann, wenn wir gut sind, nur dann gut, wenn wir als Team gut sind. Wie gesagt, ich meine, auf meinen Schultern lastet die Verantwortung, aber am Ende arbeiten wir als Team und jeder kann seinen Beitrag leisten. Also ich habe nicht den Ehrgeiz oder das Sendungsbewusstsein, immer der Vortänzer sein zu müssen. Also ich habe auch Spaß daran, Sachen umzusetzen, die andere anschieben oder Ideen zusammen zu entwickeln oder halt auch Schätze gemeinsam zu heben. Also gar kein Thema. Wie groß ist denn dein Team? Also ich glaube, wir sind, jetzt geht's los, 8 Leute, glaube ich, ja? 8. Also doch schon, also auf 2 Läden verteilt, ne? Ja, wir haben mehrere Baustellen oder mehrere Handlungsebenen. Wir sind zum einen ja Großhändler, beliefern Gastronomie und Händler. Wir sind halt auch so ein bisschen Generalvertretung für einige Marken in Nordostdeutschland oder Mecklenburg. Wir haben dann 2 Einzelhandelsstandorte und wir machen halt so im Bereich Events, Veranstaltungen halt ein bisschen was, also zum Thema Genuss. Wir machen halt Whisky-Tastings, Rum-Tastings, Hafen-Rumfahrten, Wein-Tastings. Jetzt gestern hatten wir eine Veranstaltung zum St. Patrick's Day, da ging es natürlich um irischen Whisky und irisches Essen. Also das machen wir halt auch.
Und da haben wir im Rostock im Stadthafen so, ich sag jetzt so, unsere Ideenschmiede oder Herrenspielzimmer, also fürs gute Herrenspielzimmer fehlt eigentlich nur noch eine elektrische Eisenbahn und eine Autorennbahn, eine elektrische. Also das ist wie eingerichtet wie eine Bibliothek, Chesterfield-Sitze. Und dann kann man dann halt Zigarre rauchen, Whisky trinken, Wein probieren. Also die meisten fühlen sich da wirklich kann sehr man, wohl. Kann man diese Event-Location am Stadthafen, kann man die auch mieten, nur für sich exklusiv? Oder ja, ist das nur, also man kann unter bestimmten Voraussetzungen das halt auch mieten. Das ist dann halt ein bisschen abhängig von den Absprachen. Also wenn uns die Leute, wenn wir die nett finden, dann machen wir das. Das ist genauso mit unseren Produkten, mit unseren Flaschen. Also unsere Flaschen sind ja am Ende unsere Babys. Ja. Und wir geben unsere Babys eigentlich gerne nur in gute Hände, gucken uns die Leute vorher an und gegen gewisses Schmerzensgeld geben sie dann ab. Ah, okay. Also, weil du halt gerade fragst, auch, wie wir die aussuchen. Also wir finden das schon gut, was wir so in unserem Laden stellen. Manchmal kommen ja so Leute in den Laden und fragen, na, schmeckt denn das auch? Und ich meine, dann denkst du, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, nee, wir haben hier nur Quatsch reingestellt. Also wir finden das schon gut, was wir im Laden haben. Und manchmal stehen wir uns ein bisschen selber im Wege, weil wir es gar nicht so gerne weggeben wollen, weil wir es nicht gerne selber trinken möchten. Das ist die richtige Einstellung, ne? Also die Schätze im Laden, ne? Mhm. Hast du so einen Schatz, wo du sagst jetzt, sag ich mal, ein Produkt, wo du sehr lange dran gearbeitet hast, was du selber mitentwickelt hast, wo du sagst, Mensch, also das hat jetzt am meisten Herzblut gekostet und das muss jetzt auch... Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es gibt halt wirklich Produkte, die, naja, eigentlich sind sie alle irgendwie unsere Kinder. Es gibt einen Rum zum Beispiel, das fällt mir ganz spontan ein, da ist uns was gelungen. Am Ende probiert man so Sachen aus und stellt dann fest, wow, was denn da irgendwie passiert. Wir haben einen Rum, unseren Ron Bolivar. Der ist insofern ganz cool geworden, weil der halt so im Antrunk also eine total schöne, fruchtige Idee hat und einen geringen Trinkwiderstand hat, so für die Spirituose. Und dann aber hinten raus schlägt das Ganze dann um so in Kakao, Tabak, Leder. Ganz spannend und passt dann da halt auch wieder zur Zigarre. Also ein Produkt, wo ich selber großen Spaß habe. Aber am Ende habe ich mit dem Quatsch, den wir machen, eigentlich immer Spaß. Es gibt ja auch immer die Frage, ne, nach Herr Schollenberger, was ist denn Ihr Lieblingswein? Und dann sage ich, es gibt zwei Antworten. Es gibt einmal die Antwort des Weinhändlers. Der Lieblingswein des Weinhändlers ist der, der verkauft ist und bezahlt ist. Und der des Weinliebhabers ist, da ist die Antwort die, ich freue mich auf den Wein oder die Spirituose, die ich noch nicht getrunken habe, weil ich halt immer Lust habe, was Neues zu entdecken. Und da gehen wir dann auch als Team mit offener Nase und offenen Augen durch die Gegend oder durch die Welt. Ich finde es halt schade, wenn so Leute sagen, ja, ich habe mein Lieblingsgetränk gefunden und bleib da dem ein Leben lang treu. Das hat natürlich auch seine Momente. Aber ich finde, man sollte immer bereit sein, so über den Tellerrand zu schauen und da halt auch mal zu gucken, was es anderes gibt. Und es gibt immer wieder was Neues und Spannendes zu entdecken. Und das macht das Leben ja auch irgendwie, ja, lebenswert. Ja. Und, aber wenn du jetzt, du hast ja vorhin gesagt, du hast 1990 deinen Gewerbeschein geholt, ne? Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen? Also hast du vorher schon, da warst du ja... Wie alt warst du da? 19. Ja. Also ist man mit 19 denn schon so gewesen und sagt, ey, ich liebe Wein oder... Ja, also am Ende kann ich sagen, Hobby zum Beruf gemacht. Echt? Du warst schon früher Weinliebhaber? Ja, also die älteren Semester werden sich sicherlich noch daran erinnern. Also es gab das eine oder andere ja auch zu der Zeit zu trinken. Manche Sachen waren beliebt, manche Sachen waren nicht so beliebt. Aber zum Beispiel Wermut war, glaube ich, so Ende der 80er ein großes Thema. Ich kann mich daran erinnern, dann ist man nach Warnemünde gefahren, hat sich eine Flasche Wermut geholt und dann geendet ist man dann mit einem Mädel und einer Flasche Wermut im Strandkorb an Warnemünde. Ne? Obwohl das waren so die ersten prägenden Erfahrungen. Wenn ich das so jetzt mal so als so von außen betrachte, als so normaler Mensch, ne? Eine Zeit lang fand ich, war das so ein Riesentrend mit diesem ganzen Gin. Also überall in jeder Bar gab es dann, weiß ich nicht, 20 verschiedene Gins und auch Rum war, fand ich immer ein Riesenthema, was sehr doll ausgebaut wurde in der Gastronomie. Und mittlerweile habe ich das jetzt auch schon festgestellt, dass der Wermut auch wieder im Kommen ist. Ja. Dass viele, also im Prinzip Bars, könnte man sagen, dass viele Bars jetzt damit wieder anfangen, ja. Kreation, irgendwelche Cocktails mit Wermut, wo ich mich auch erschrocken habe, weil ich kannte Wermut bis dahin gar nicht.
bis es mir dann wirklich aufgefallen ist, wo ich es dann das zweite Mal oder dritte Mal als Aperitif angeboten bekomme oder zum Dessert noch, na, wollt ihr noch sowas probieren? Da war ich sehr erstaunt. Also das ist mir dann so ist mir das bewusst gewesen, da habe ich drauf geachtet. Also Wermut ist schon ein Klassiker und das ist ein Produkt, was, sag ich mal, so die Gastronomie-Bar-Szene schon Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte begleitet. Und das Thema Wermut ist eigentlich folgerichtig aus diesem ganzen Gin-Hype entstanden, weil es ist halt, wenn wir Gin mit Tonic mixen, dann ist es halt in jedem Fall ein Bittergetränk. Der eine oder andere Gin präsentiert sich aufgrund der enthaltenen Botanicals halt auch ein bisschen herber. Und dann könnte man sagen, also Wermut ist eigentlich, sag ich mal, die Fortsetzung des Themas Bitterspirituose mit anderen Mitteln. Und man hat da eine große Vielfalt und es ist total spannend, was da passiert und was es da so gibt. Also es gibt halt zum Beispiel Chinatos, das sind Wermutweine, die dann noch mit Chinin versetzt werden. Also mit so was? Mit Chinin, also mit China-Rinde, was zum Beispiel auch in der Tonic drin ist. Ist gut zur Malaria-Prophylaxe. Im Übrigen ist Gin Tonic doppelte Medizin, weil Gin ist auch Medizin. Das war von Dr. De La Boye entwickelt worden, so im 17. Jahrhundert als Tonikum gegen Magenmalesse. Und wenn man sich dann noch das mit Tonic zusammenmischt, dann hilft es gegen Malaria und gegen Magen. Also mehr geht nicht. Müsste man sich eigentlich von den Krankenkassen verschreiben lassen. Oder die Quittung aufheben und auszahlen lassen. Das, also ich werde ja verrückt. Ich höre ja hier Sachen. Also ja, kann man was lernen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich glaube, du bist in die Also wenn du mir den Mund stopfen willst, musst du mich arbeiten lassen. Nee. Güstrow TV, wir haben ja hier auch mittlerweile so einen Medizinraum. Da werden wir dich dann nochmal als Dr. Frank Schollenberger vorstellen, glaube ich. Ich glaube, dass du bringst ein bisschen was mit und dann wollen wir mal gucken, wie die Wirkung sofort wirkt. Alles gut. Ja. Ich lasse dich die Chili schneiden. Das ist aber ich kann trotzdem weiterreden, glaube ich. Ja, du darfst trotzdem weiterreden. Schön fein soll sie sein. Also erstmal der Bauchspeck, ihr merkt das, ne? Der brät hier die ganze Zeit. Fein mit Kernen oder die Kerne raus? Kerne bitte raus und ganz fein. Okay. Ganz fein. Gott, ich versuche das mal hier ohne mit in die Hand zu schneiden. Ah. Also ich koche zwar gerne und ich habe auch ein paar Skills, aber zu Hause kann ich die nicht anwenden, weil ich zu Hause eine Köchin habe, die mich da am Herd nicht ranlässt, weil die, die ist richtig gut. Und man sieht es mir an, ich esse dann mehr, weil ich tatsächlich so an den Herd gar nicht so rankomme. Da werde ich gar nicht so rangelassen. Ja, deshalb große Freude für mich, heute hier mal Hand anlegen zu dürfen. Willst du dich denn noch vergrößern? Weil ich meine, so deine Läden, die quillen ja so ein bisschen über, wenn man das so sagen darf. Ne? Das ist gut gesagt, aber das ist halt auch so ein bisschen unser Programm. Also, wie gesagt, wir haben da auch Spaß dran, immer wieder was Neues zu entdecken, etwas Neues zu präsentieren und dann irgendwann wachsen die Regale in den Himmel. Ja. Und es ist aber spannend für die Leute und wenn dann so Kunden oder Gäste zu uns reinkommen in die Läden und sagen, oh, stehen dann vor dem Whisky-Regal und wir haben dann da, weiß ich nicht, 600, 700 Sorten Whisky stehen und die sagen, die meisten kenne ich gar nicht, dann sage ich, ja, dann haben wir alles richtig gemacht, dann sind sie nicht bei uns richtig, weil zu uns kommen die Leute wegen dem verrückten Kram, wo sie sagen, okay, das kriege ich jetzt vielleicht im normalen Supermarkt nicht, dann gehe ich mal zu Schollenberger und das ist halt dann auch unsere Idee von Handeln. Es ist auch wirklich immer eine Reise wert, also wirklich, es gibt ja auch so Produkte, die ich wirklich auch gerne liebe und die gibt es auch halt nur bei euch, ne? Das muss ich sagen, also es fängt auch bei den Zigarren an, ich bin jetzt hier kein klassischer Zigarrenraucher, aber durch Frank, der bei euch arbeitet, der halt im Zigarrenclub ist und mir da diese eine Zigarre zu probieren gegeben, das ist der absolute Wahnsinn. Und denn was gab's denn? Juicy Lucy mit Geschmack? Nein. Nein, Natural, dieses Natural, was rückwärts geschrieben ist. Oh Gott. Also es ist tatsächlich so. Das ist, sie schmeckt halt. Also wenn du die im Mund nimmst, ist das schon gehen bei mir schon die Synapsen durch. Mhm. Dann natürlich die, und wer lange feiern will, da gibt es eine extrem geile Cola, muss ich auch sagen. Also die Premium-Cola? Oder Premium-Cola, ja. Die Premium-Cola, die hat so einen hohen Koffeingehalt. Also da lasst ihr die Energy-Drinks, die nächsten, also die braucht ihr dann nicht mehr. Ne? Und es ist eine geile Cola, die schmeckt wirklich hervorragend. Es kommt auch noch dazu, dass das ganze Thema Premium halt auch noch nachhaltig ist. Das ist so als konsensdemokratisches Kollektiv organisiert. Das heißt, dieses Kollektiv zeigt halt auch noch mal, wie man vernünftig miteinander umgehen kann und dann halt auch noch wirtschaften. Und ich weiß nicht, Mixology, so das Zentralorgan der deutschen Barkeeper, hat mal vor 2-3 Jahren so einen Cola-Test gemacht. Und da war dann Premium-Cola die Nummer 1, also was den Geschmack betrifft.
was so die ganze Mixability, glaube ich, betrifft, sagt man so neudeutsch. Und halt die ganze Geschichte und was so hinter der Cola steht. Da war in dem großen Cola-Tasting Premium Cola Nummer 1. Und das Witzige ist, was da noch dazu kommt, dass diese Premium Cola mal aus einer Initiative heraus entstanden ist, wo Leute gesagt haben, wir möchten als Konsument unsere Marke mitgestalten. Und da ging es halt um die Bewahrung des alten Afri-Cola-Geschmacks. Also in der Premium Cola ist der alte Afri-Cola-Geschmack drin. Und sie heißt deshalb Premium Cola, weil Afri-Cola ganz früher mal geworben hat mit dem Slogan Afri-Cola, die Premium Cola. Ah, das ganze Thema ist halt wirklich ganz nachhaltig. Also es gibt zum Beispiel dann für kleine Kunden eher Unterstützung als für große Kunden. Also es gibt keine Mengenrabatte, weil man sagt, die Großen, die Mengen abnehmen können, die brauchen keine Hilfe. Die Hilfe braucht der Kleine. Ja. Ne? Okay. Und das ist eine Idee, die, naja, wie soll ich sagen, so ein Wirtschaften in der neuen Zeit zeigt. Und es gibt halt große Unternehmen, die halt dann auch das Premium-Cola-Kollektiv anfragen für Schulungen, um mal zu zeigen, wie man basisdemokratisch in großen Unternehmen handeln kann. Es gibt sogar, glaube ich, sogar Länder, die Seminare gebucht haben vom Kollektiv, wo man dann halt, wie gesagt, man kann dann lernen, wie man miteinander vernünftig und fair umgeht. Also es ist halt also eine Art Fairtrade-Idee, projiziert auf Deutschland. Das kann man nicht ganz hundertprozentig so sagen. Aber so diese Idee des vernünftigen, die fairen, miteinander handeln. Miteinander umgehen. So sehe ich das auch. Das ist für mich auch immer wichtig. Also wir haben ja auch im Grunde einen Großhandel, in dem wir die Gastronomen beliefern. Und uns ist das auch wichtig, dass die Kunden langfristig mit uns zusammenarbeiten, auch Bock drauf haben. Das macht uns auch viel mehr Spaß. Es ist mir ganz schade, wenn dann irgendwelche Leute kommen, machen dann, weiß ich nicht, 8000 Facebook-Fotos und Beiträge, dass jeder Gast das auch weiß. Aber im Nachgang kauft er vielleicht zweimal und danach hört man nie wieder was von ihm. Das ist mir sehr schade, weil sie sich dann einfach so das so raussaugen. Anders ist aber mit Gastronomen, die bei uns das ganze Jahr über kaufen, die mit uns zusammenarbeiten, wachsen, uns neue Ideen geben. Wenn die mich anrufen und sagen, Mensch Stefan, wir haben am Wochenende ein Grillfest, kann ich mir einen Grill ausleihen? Oder kommst du mal vorbei, kannst du uns unterstützen? Dann bin ich sofort da. Ne? Also das ist für mich dann auch wichtig. Ist genauso wie, wenn du mich fragst, wie unsere Wein-Events, die wir da mal gemacht haben, die Tastings, bin ich auch da. Ne? Also das ist für mich auch wichtig. Ne? Macht schon mehr Spaß, mit Leuten zu handeln, mit denen man gerne redet oder mit denen man gerne zusammen ist. Jetzt noch mal kurz zum Kochen. Ne? Wir haben ja hier nebenbei ganze Zeit hier viele Informationen über Cola, Wein, die ganzen Läden, Events. Ja. Also Wahnsinn. Ich habe jetzt hier eine Avocado klein gemoost. Da haben wir jetzt ein paar rote Zwiebeln drin. Ich würde mal ein Bier für uns bestellen. Hast du zwei Gläser? Gieß mal ein, bitte. Er bestellt einfach noch Bestellung ins Off hier. Ja, also Bier kommt auch noch von der Seite rein. Weil das Schönste an der Weinprobe ist mir das Bier danach. Aber wir ziehen das mal vor. So. Chili klein geschnitten. Jetzt kommt da noch ein bisschen Limettenabrieb rein. Also ich hatte ja gegenüber Avocado ein gewisse Ressentiments. Also ich konnte da eigentlich so in den vergangenen Jahren nicht so mit um. Ich habe diese aber abgebaut durch ein paar Besuche in Kuba. Und die kubanischen Avocados sind ganz großartig. Aber ich fürchte, wir haben heute leider keine kubanische Avocado. Weil das, was du jetzt gerade machst, dient ja auch dazu, diese Oxidation zu verhindern, dass es grau wird. Ne? Diese bisschen Limette. Genau, damit die kubanischen Avocados, die sind da so haben diese Größe teilweise. Mhm. Also da hatten wir mal irgendwie gefühlt 15 Kilo Übergepäck wegen drei Avocados. Und weil die uns eine Verwandte mitgegeben hatte. Und die werden aber nicht grau, die kubanischen Avocados. Also das ist ein Phänomen. Das ist auch ein Land, ein spannendes Land. Da kannst du eigentlich einen Besenstiel in die Erde stecken und kannst zweimal im Jahr Besen ernten. Warum es nicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber, ja. Weil da alles wächst. Ja, es ist halt ein fruchtbares Land. Ich meine, schon Kolumbus hat ja gesagt, das ist das Paradies. Und es ist wirklich das Paradies. Aber es läuft nicht alles so, wie es laufen könnte, leider. Ja, du. Oder müsste. Sollte. Müsste, ja. Aber es mittlerweile... Ich meine, ich höre immer viel von Leuten, die da Urlaub machen. Das steht bei mir auch noch auf der Reiseliste drauf, tatsächlich. Kann noch ein bisschen Gewürz ran. Ich habe hier mal einen Tüffelwürzer. Okay. Das ist eigentlich für Bratkartoffeln und Kartoffelgericht. Tüffel, nicht Trüffel, sondern Tüffel. Mhm. Ne? Da ist halt auch ein bisschen Muskat drin, Knoblauch. Der bringt halt noch so ein bisschen das alles noch ein bisschen nach vorne.
So, haben wir jetzt schon das Bier? Ja, ich dachte, er serviert das auch, aber ich... Nee. Auch, was machen wir selber. Und jetzt gieße ich hier ein bisschen das... Das Fett gieße ich jetzt ein bisschen weg. Oh, Halleluja. Das dampft drauf, wa? Also zum Thema Bier sind wir halt auch unterwegs. Da beschäftigen wir uns auch mit ein paar Sachen. Und eine Geschichte, die natürlich, wenn wir hier in Güstrow zu Gast sind, nicht unerwähnt sein sollte. Wir treiben das Thema Kniesenack so als Güstrower Spezialität ein bisschen voran. Zusammen mit dem Verein Original Kniesenack, der sich das auf die Fahne auch nochmal besonders geschrieben hat. Und es ist halt tatsächlich auch ein Kulturgut. Also, und wir reden halt bei dem, was wir machen, also auch über trinkbares Kulturgut oder Trinkkultur. Und es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass so Rum oder Wein für ja, wirtschaftliche Beziehungen gesorgt haben, auch schon vor hunderten Jahren und also auch so die erste Globalisierung eingeleitet haben. Und es gibt Leute und Historiker, die sagen, ja, Wein hat Reiche entstehen lassen und Reiche untergehen. Also es ist halt, steckt also auch viel Geschichte und Emotion so in diesen Produkten. Also ob es Bier ist, ob es Wein ist, ob es Gin ist, ob es Rum ist. Also wirklich ist ja, das ist ja so ähnlich wie mit dem Fleisch. Ne? Ich sage immer Arterhaltung durch Aufessen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel keine alten Rinderrassen vermarkten würden, dann würden die aussterben. Und so ist es natürlich auch mit alten Spirituosen und alten Rezepten. Wenn man das nicht vermarktet, sage ich mal, wird sich ja keiner die Mühe machen, dieses am Leben zu erhalten. Mhm. Oder diese Weine oder Biersorten, Rezepte. Es gibt aktuell ein spannendes Projekt. Da geht es um alte Rebsorten. Also bis zum Ersten Weltkrieg gab es in Deutschland also eine viel größere Rebsortenvielfalt. Also mindestens 100 Rebsorten, die heute kaum noch in Benutzung sind beziehungsweise in Vergessenheit geraten sind. Da hat halt auch so eine, ja, durch die Globalisierung so ein bisschen so eine Vereinheitlichung stattgefunden, dass halt viele internationale Rebsorten halt auch in Deutschland mittlerweile angebaut werden. Ja, ich meine, vor 15 Jahren kaum denkbar, dass ein Merlot im Rheingau angebaut wird. Das hängt auch ein bisschen mit dem Klimawandel zusammen. Aber dieses Projekt beschäftigt sich damit, alte, in Vergessenheit geratene oder verlorene Rebsorten wieder zu entdecken oder zu beleben. Und dann gibt es dann halt einen Typen, der rennt irgendwie durch Deutschland, geht irgendwie an Kirchenmauern und guckt, was da an alten Rebstöcken vielleicht noch irgendwie wächst. Und aus diesen dann wiedergefundenen alten Rebstöcken werden dann halt in Baumschulen neue gezüchtet. Und wenn man das halt bewahren will, dann muss man es halt am Ende saufen. Ne? Also genau. Saufen für die Vielfalt, sage ich nur. Das ist beim Essen dann genauso. Und ja. Das macht dann halt auch umso mehr Spaß, weil halt durch diese Vielfalt also ein ganz großes Geschmacksspektrum da gibt. Also ich sag mal so, wenn jeder Chardonnay schmeckt wie ein kalifornischer Chardonnay, dann ist es schon ziemlich langweilig. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns da einig sind und ja, etwas für die Diversität und Vielfalt tun am Ende. Und wenn es halt Essen und Trinken ist, ne? Das ist es so. Und du hast ja schon gesagt, so, ich meine, alte Haustierrassen, die werden dann nur überleben, wenn man sie halt auch nutzt. Wenn man sie, ich will nicht sagen, benutzt, hört sich so doof an. Nee, aber wenn man sie vermarktet und wenn man sie auch isst. Ja. Ne? Also das ist wirklich so. Ne? Also das hört sich mir so blöd an, ne? Arterhaltung durch Aufessen. Aber es ist tatsächlich so, dass man diese Art nur erhält, weil dafür ein Markt ist. Es ist genauso wie das Margalitzer Wollschwein, das war kurz vor dem Ausrotten, bis man dann irgendwann angefangen hat, Mensch, das ist so gutes Fleisch, das ist ja auch gesundes Fleisch, weil es war ja so eine Zeit lang, das war so 80er, 90er, das Fleisch muss immer magerer werden und die fetten Sorten wurden immer aussortiert. Jetzt hat man natürlich auch herausgefunden, dass diese fetten Sorten auch viel gesünder sind, weil die Tiere langsam erwachsen und ne. Und mittlerweile ist das ein Riesentrend und diese Tiere überleben eigentlich nur, weil man sie vermarktet. So. Aber so Mecklenburg an sich ist ja eher so ein Durchgangsland gewesen. Es gibt halt nicht so viele typisch mecklenburgische Rassen. Ne? Nee. Da sind die Pommern ein bisschen weiter vorne. Ne? Ja, auch Schleswig-Holstein. Ne? Mhm. Das Husumer Protestschwein, das finde ich immer so ganz geil. Hört sich auch lustig an. Ja, ja. Da haben sie, die durften, haben ja oben an Schleswig-Holstein durften die, keine Dänemark, waren viele Dänen, die da gewohnt haben, durften vor ihrer Haustür keine dänischen Flaggen aufhängen. Und dann haben sie die Schweine rot-weiß gestreift gezüchtet. Und das war das Husumer Protestschwein. Und die haben sie im Vorgarten laufen lassen. Okay. Naja, Schleswig und Holstein waren ja auch lange dänisch. Also der dänische König war auch in Personalunion schleswig- und holsteinischer Herzog.
So, jetzt müssen wir erstmal einmal noch mal kurz hier in die Kamera zeigen. Ne? Das, also wir dürfen das Essen ja auch nicht außer Acht lassen. Ne? Also das ist doch schon mal ein geiler Snack hier. Also Scheiße sieht anders aus, sag ich jetzt mal. Ja. Schweinebauch, ganz dünn geschnitten, lange ausgebraten, dass er halt richtig schön, ne, knackig ist. Dann haben wir dazu, damit er noch so einen kleinen asiatischen Touch hat, haben wir unseren Teriyaki-Lack. Den gibt es bei uns natürlich im Laden zu kaufen. Und dazu natürlich hier unsere Avocado-Chili-Creme-Dip, so wie man das möchte. Und wir probieren. Warte mal, bevor wir probieren, zeige es mal richtig. Der hat doch einen Zoom. Ach, der hat einen Zoom. Sicher. Das sieht schon. Und passend dazu das Kniesenacker-Bier aus. Kniesenacker, das hört sich so mecklenburgisch an, ne? Ja, Kniesenacker, ne? Also wir ziehen alles so schön auseinander, ne? Ja. Prost. Prost. Ja, Attacke. Ich bin mal dabei. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal. Also, total mein Humor. Bin ich dabei. Ist gut, ne? Hm? So. Also, von daher, viel Spaß beim Nachkochen und schaltet wieder ein zu Scham und Schürze. Und Frank, vielen Dank. Mhm. Tschüss. Mhm. So.